Herzlich willkommen zum Taroskop mit Ella. Lieber Skorpion, wir sind in der dritten Woche Mai, das ist die Woche vom 14. bis 20.05.2018. Schön, dass du wieder dabei bist und ich hoffe, dass es wieder so eine reizende Geschichte wird wie das letzte Mal, so mit Vergangenheit und Freunde wieder treffen und so, fände ich halt schön. Aber es geht darum, welche Energien vorherrschen, was für dich wichtig ist. Und wir schauen mal. Wie ist deine Energie im Sinne von, wie ich mich fühle und ja, wie ich drauf bin? Deine Wünsche, deine Hoffnungen und Ängste. Das ist gut für dich. Das ist nicht so gut für dich. Und der mögliche Ausgang in dieser Woche. Ein bisschen rüber, damit du das besser sehen kannst. So, dann würde ich jetzt dann gerne auch eine Orakelkarte für dich mischen, gucken, was die Orakelkarte für dich diese Woche zu sagen hat. Da steht: Zeit der stillen Einkehr. Ziehe dich zurück und meditiere darüber, was du wirklich willst. Okay, so ein bisschen Eremit ist ja nicht schlecht. So, wie bist du drauf? Königin der Stäbe. Das ist Feuerenergie. Das ist Temperament, das ist Kreativität, das ist natürlich auch Geselligkeit und Offenheit, also auch leidenschaftlich irgendwie was Neues beginnen und so. Also du bist auf jeden Fall gut drauf, das ist schon mal gut. Das, was du dir wünschst, ist die Königin der Münzen. Das heißt Stabilität, Sicherheit, finanzielle Absicherung, ein schönes Zuhause und natürlich auch die Lieben um dich herum, ja, und ganz geerdet. Also Feuer und Erde passt ja wunderbar. Deine Hoffnung und Ängste. Schnelle Energien mit den 8 der Stäben. Das ist Kommunikation, das ist Nachrichten, das kann auch bedeuten Verreisen. Vielleicht machst du auch gerade Urlaub oder willst den Urlaub fahren. Jedenfalls ist das begünstigt in dieser Woche. Und wenn du auf Nachrichten wartest, dann werden diese sicherlich in dieser Woche kommen. Gut für dich ist der Page der Münzen. Das heißt, du bekommst eine neue Gelegenheit, irgendwo vielleicht nebenher noch ein passives Einkommen zu bekommen oder einzurichten. Vielleicht auch ein kleiner Nebenjob, was auch immer. Oder du bekommst eine Zusatzaufgabe und kannst dadurch mehr Geld verdienen, je nachdem. Etwas in der Richtung. Was ist denn nicht gut für dich? Das ist der König der Stäbe. Das ist auch eine feurige Energie, das kann aber der Gegenpart sein, dass jemand auch leidenschaftlich ist, aber eben momentan nicht so gut, ja, mit dir klarkommt oder du nicht mit ihm. Das ist jetzt eine männliche Person, kann aber natürlich auch eine weibliche sein, so wie das hier auch ein Mann sein kann und da auch, ja. Also es kann sein, dass dir auch einfach diese Energie, eine feurige Energie entgegenschlägt, jemand mit viel Temperament. Dass es da zu Schwierigkeiten kommt oder dass jemand irgendwas von dir will. Aber wir gucken gleich mal mit den anderen Karten, welche Energien dazu kommen. Der mögliche Ausgang in der Woche, das ist der Ritter der Schwerter. Das ist eine ziemlich sachliche, aber direkte Energie. Schwerter sind ja auch immer so ein bisschen brüsk, wenn die sich äußern oder wenn die vorpreschen. Und es kann natürlich sein, dass zum Beispiel, wenn jetzt dieser König der Stäbe nicht gut für dich ist, dass du nach vorne prescht und dem Herrn die Meinung geigst. Das wäre eine Möglichkeit. Aber wir gucken erstmal, was die anderen Karten dazu sagen, was jetzt eigentlich so um dich herum passiert, beziehungsweise was dich noch beeinflusst. Wir haben hier die Königin der Stäbe, so wie du dich fühlst, wie du drauf bist, also auch Temperament, Kreativität. Und wir haben den Stern. Das ist auch eine sehr schöne Energie. Das ist große Hoffnungen, nach den Sternen greifen und auch, ich sag mal, ein Neustart, ein Neubeginn. Also durchweg positiv, so ähnlich wie die Sonne. Und ja, das beflügelt dich momentan. Du wünschst dir ja auch eine Erdung und eine Sicherheit. Und wir haben hier die Mäßigkeit, das heißt Ausgeglichenheit. Das ist schön. Du hast hier positive, feurige Energie und mit der Erdung kommt diese Balance, dass das nicht übertrieben wird oder dass das zu viel Temperament wird oder zu viel Feuer, zu viel Leidenschaft. Und dann haben wir ja hier in deinen Hoffnungen und Ängsten noch die 8 der Stäbe und da haben wir die Freundschaft. Du bekommst schnell Nachricht von einem Freund, einer Freundin oder einer Gruppe und das ist ein liebevolles Angebot. Vielleicht ist es eine Einladung. Auf jeden Fall sehr nett
Und wie gesagt, sehr, sehr liebevoll. Und du hoffst vielleicht auf diese Nachricht und die kommt. Da kommt eine liebevolle Einladung oder etwas in der Richtung. Dann hast du hier gut für dich ist der Page der Münzen und du hast mit dem Herrscher alles im Griff. Also das, was du dir vielleicht noch zusätzlich an Aufgaben dazu nimmst, passt gut für dich, kriegst du hin, hast du wirklich alles gut im Griff. Hört sich prima an. Vielleicht ist das auch im Job, dass du eine bessere Position bekommst zum Beispiel, dass du da Zusatzaufgaben übernehmen kannst und natürlich auch mehr Geld verdienst. So, dann haben wir ja den König der Stäbe, was in der Position nicht gut für dich ist. Und da haben wir das Gericht, die Gerechtigkeit. Ja? Und da wird Gerechtigkeit gesprochen sozusagen. Das geht zu deinen Gunsten aus. Und vielleicht ist da jemand, der dir vielleicht Unrecht tut und das kommt heraus. Ja, und das wird geklärt. Vielleicht auch gerade im Zusammenhang mit einer Beförderung, Kollege, was weiß ich. Und wir haben hier diesen Ritter der Schwerter. Und da habe ich das Gefühl, dass du so mit aufbrausendem Temperament, weil du bist ja feurig drauf, was man so vielleicht nicht unbedingt von dir kennt, auch mal, ich sag mal, ja, losprescht und demjenigen sozusagen sagt, so geht's nicht. Denn wir haben hier den Tod. Und das ist Transformation. Transformation heißt Veränderung. Und ja, du hast zwar hier jetzt auch Zeit zur Einkehr, aber vielleicht ist das einfach gedacht, dass du dir eben die Dinge, die du hier tust, jetzt mit Erdung, Balance halten, Kontakt knüpfen, vielleicht neue Möglichkeiten, dass du da dir Ruhe gönnst und das einfach auch in Ruhe überlegst, was du jetzt tatsächlich möchtest. Dass du das nicht so hastig und eilig wie der Ritter der Schwerter das einfach überstürzt und dann vielleicht auch in Schwierigkeiten gerätst, weil dir das alles zu viel wird. Aber der Herrscher sagt ja, dass du das im Griff hast hier, ne? Und wenn du mit jemandem aneinander gerätst oder so, dann wird er die geballte Macht des Skorpions kennenlernen oder auch eines Feuerzeichens. Und stell dir vor, wir haben eine Karte gezogen und die heißt Geduld. Vertraue darauf, dass die höheren Mächte des Lebens genau wissen, was am besten für dich ist. Denke daran, dass du auf etwas warten musst, was du dir vom Leben wünschst. So ist das in Wirklichkeit nur eine Zeit der Vorbereitung auf etwas noch viel Besseres. Also ändere deine Einstellung und nimm alles so, wie es kommt. Rege dich nicht auf, sondern nutze die Zeit, um eine Bilanz deines Lebens zu ziehen. Bitte deinen Engel, während dieser Wartezeit schützend seine Flügel über dich zu halten, damit du auf die göttlichen Eingebungen horchen kannst. Lasse dich nicht dazu hinreißen, irgendwelchen Hirngespinsten deines niedrigeren Willens nachzujagen, denn das ist eine Jagd, die nichts bringt. Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist und du innerlich erfrischt und reif dafür bist, wird sich die nächste Tür für dich öffnen. Geduld wird stets belohnt. Die Affirmation lautet: Alles geschieht immer genau dann, wenn die Zeit dafür reif ist. Also kann das natürlich auch bedeuten, dass du mit dieser feurigen Energie und dieser schnellen Energie ein bisschen ungeduldig wirst und dass dein Kollege oder deine Kollegin irgendwie auch so ein bisschen barsch reagiert und du halt aus der Hose fliegst sozusagen. Also überlege dir, ob du das wirklich tun möchtest, also demjenigen so richtig die Meinung geigen. Oder ob du die Zeit nutzt und ich sag mal, den sich austoben lässt und dann sagst, mir doch egal oder so. Ne? Also lass dich vielleicht auch nicht provozieren. Sei geduldig, auch mit deinen Mitmenschen. Denn du bist hier in der Transformationsphase. Das heißt, es verändert sich was. Und Veränderung ist auch manchmal schwierig für eine Person, das so über sich ergehen zu lassen oder zu merken, dass sich einiges geändert hat. Vielleicht hat sich ja auch in deinem Umfeld was verändert. Also ich sag mal, dass jetzt ein anderer Vorgesetzter da ist, zum Beispiel im Büro. Oder dass dein Partner irgendwelche anderen Dinge hat, mit denen er sich beschäftigt und sich dadurch auch nicht um dich kümmert oder so. Irgendwas in der Richtung. Ja, du wirst wissen, was es ist. Und auf jeden Fall ist jetzt in dieser Woche Geduld gefragt.
Und hier steht ja auch Zeit der stillen Einkehr. Also überlege dir, was da von dir wichtig ist, wofür du dich einsetzt und ob du wirklich, wie gesagt, wenn du wütend wirst, wenn dich jemand reißt, wenn dich jemand provoziert, dann auch entsprechend reagierst. Oder ob du einen tiefen Atemzug nimmst und denkst, ich habe Geduld und ich warte, bis meine Gelegenheit kommt. Weil es geht ja nicht darum, andere niederzumachen, sondern etwas zu zeigen, nämlich das, was man kann. Ja, lieber Skorpion, wieder sehr interessant deine Legung. Ich hoffe, du konntest jetzt auch was damit anfangen und kannst das nutzen, um entsprechend die Geduld zu üben, wenn sie angebracht ist. Und ja, die Entscheidung liegt bei dir. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall eine angenehme Woche. Wenn du mir etwas mitteilen möchtest, gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen und wünsche dir, wie gesagt, eine angenehme und liebevolle Woche. Bis bald. Tschüss.